Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Craft Attack 7. Leute, an dieser Stelle erstmal, bevor ich euch erkläre, warum ich hier bin und warum ich erst Level 40 bin, Instagram. Leute, ich habe euch die letzten Tage voll damit genervt. Ihr habt es auch schon sehr heftig in die Kommentare unter der letzten Folge geschrieben, in dieser gerne wieder, weil ich vergesse safe Instagram zu verlinken. Also, ihr kennt mich. Aber ich bin für ein paar Tage bald in Tokio. Ich denke mal, die letzte Folge Craft Attack, wenn ich... Ja, nee, eigentlich nicht. Die letzte Folge Craft Attack kommt am Samstag. Am Sonntag wahrscheinlich nicht. Das heißt, die letzte Folge Craft Attack kommt wahrscheinlich am Samstag. Und das wird, also nicht für immer, ne? Also bis Tokio die letzte Folge Craft Attack. Aber danach kommt erstmal keine Folge Craft Attack mehr. Und wenn ihr wissen wollt, wie es danach weitergeht, könnt ihr natürlich einfach Abonnent dieses Channels bleiben. Denn ich werde Vlogs aus Tokio produzieren. Ich habe auch im Stream gestern mein ganzes Equipment gezeigt, was ich mir dafür noch angeschafft habe. Ich habe ein paar Sachen fürs Handy geholt und so weiter und so fort, weil ich mal was vollkommen Neues ausprobieren möchte. Ich halte euch darüber auch auf dem Laufenden. Und wenn euch das auch interessiert, dann kommt einfach mal im Stream vorbei. Ich möchte auch aus Tokio streamen, aber das ist jetzt schon viel zu viel genug Eigenwerbung für meinen Instagram und meinen Twitch-Kanal www.klim.tv, sondern es geht jetzt darum, zu erklären, warum ich denn hier stehe mit nur 40 Leveln und 9 Toten. Ja, also ich habe hier ganz normal gefarmt, dies, das, wollte meine Sachen reparieren, bevor ich die Folge anfange, aber... Dann bin ich hier gestorben und ich war tatsächlich Level 100, bevor ich gestorben bin. Und das ist jetzt auch, was ich zuerst machen will an dieser Folge. Ich möchte erst Level 100 werden und danach kümmern wir uns um das andere. Ich weiß noch nicht. Ich zeige es euch einfach gleich. Komplett repariert und mit Level 100 können wir jetzt uns heute um das kümmern, was wir heute machen. Ich meine, ihr habt es bestimmt schon im Titel gesehen. Es geht heute um den Wassertempel. Deswegen erstmal tauchen und Luft anhalten. Also versucht jetzt mal alle wirklich die Luft anzuhalten, bis ich drüben beim Wassertempel ankomme, okay? So für realistisch. Ich sage auch nichts. Ich versuche auch die Luft anzuhalten. So, okay, nee, war gar nicht so schwierig jetzt. Das wär, der Weg war nicht so lang. Aber mal, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr es geschafft habt. Auf Ehrenbass. War jetzt nicht, war auch nicht schwierig jetzt. Nee, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Wir machen heute diesen hinteren Tempelbereich. Das heißt, wir machen hier so eine kleine Eingangshalle, werden dann hier unten vielleicht so ein bisschen Glas machen, hier den Conduit verstecken. Vielleicht sogar Aquarien hier einbauen. Ich denke mal, das werde ich tun, um die ein oder anderen Fische hier noch zu verstecken. Das wird, glaube ich, ganz cool werden. Wir brauchen noch mehr von diesem Zeug, weil das sieht übertrieben nice aus. Ich liebe diesen Block. Das ist einer meiner Lieblingsblöcke in ganz Minecraft. Das werden wir machen. Und ja, wir werden dann hier so ein bisschen bauen und zusätzlich noch einen geheimen Weg bauen, der in diese Richtung geht. Ungefähr hier so entlang. Also jetzt nicht hier unten raus, sondern ungefähr da oben entlang. Ich glaube, es wäre sogar praktischer, wenn wir da oben anfangen würden und einfach nur mal das hier bis zum Ende bauen werden. Weil, wenn wir das hier machen, haben wir auch schon fast, oder was heißt, ja doch, fast, haben wir fast hier diese komplette Kreuzung abgeschlossen. Die geht ja geradeaus zu der Oase. Die geht ja nach rechts zum Feuertempel und die geht nach links zum Wassertempel. Das heißt, da irgendwo muss der Anschluss einfach sein vom Wassertempel. Das heißt, wir können vielleicht einmal ganz kurz hier, können wir auch jetzt mal schnell flott in der Folge machen. Das geht ja zack, zack, ist das ja fertig. Ich habe langsam aber sicher, fängt der Sandstein an, knapp zu werden. Man kennt ihn. Ich brauche gar nicht so viel Sandstein. Ist wieder viel zu übertrieben, was ich mir hier hole. Aber schon mal nice. Wir müssen, ich will so viele Eingänge wie möglich überall verstreuen, dass ich es nicht schwierig habe, hier unten in die Pyramide reinzukommen. Ich glaube, am häufigsten benutzt habe ich, also am häufigsten in die Base gekommen, bin ich aktuell über die Pyramide, über diesen Ausgang, der noch da ist, aber der ist ja bald nicht mehr da. Das heißt, die einzige Möglichkeit, hier in diese Pyramide zu kommen, ist halt legit über den Weg hier unten. Wenn ich aus dem Nether komme, ist kein Problem, dann komme ich ja daher. Komm, ich finde es lustig hier. Blub, 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 blub. Wenn ich über den Nether komme, ist das ja kein Problem, dann komme ich ja von hier. Also das macht ja nichts, dann komme ich ja hier aus unserem Netherraum. Aber alle anderen Sachen sind ein bisschen schwieriger. Hier geradeaus, weiß noch nicht, wo es das hinführen wird. Hier rechts, ah doch, weiß ich wohl. Oh Leute, was hier hinkommt, das wird heftig. Habe ich noch gar nicht verraten in der Folge. Was hier rechts hinkommt, wird ja der Erdtempel-mäßiges. Und dann haben wir dafür vorne die drei Ausgänge. Und dann haben wir natürlich hier noch den Elytra-Weg, der, ja, ich kann es dir mal ganz kurz zeigen, der hier entlang gehen wird. Und dann wird man hier
wenn man jetzt noch nie in der, wenn man jetzt noch nicht in der Kuppel ist und in die Kuppel reinkommen will, dann fliegt man einfach hier unten diesen Weg entlang. Hier den Wasserfall lang, kann dann hier eine weitere Rakete benutzen und entspannt hier reingleiten. So, das ist der Plan. Ich werde mir da drüben auch noch einen Ring markieren, damit ich immer weiß, wo ich nochmal eine Rakete starten muss, damit ich entspannt hier so landen kann. Und dann komme ich hier an und bin einfach hier drinne. Ja, aber ich habe jetzt schon wieder ein bisschen zu viel rumgeschwafelt, aber ich möchte halt trotzdem, dass egal, wo ich an der Kuppel bin, dass ich immer eine Möglichkeit habe, hier reinzukommen. Die habe ich aktuell hier, die hätte ich dann hier, die hätte ich dann hier irgendwo, wäre noch eine Möglichkeit, in die Kuppel zu kommen. Hier habe ich eine Möglichkeit, in die Pyramide zu kommen, nicht in die Kuppel. Hier werde ich noch eine Möglichkeit einbauen, um in die Pyramide zu kommen. Hier habe ich eine Möglichkeit, um in die Pyramide zu kommen. Hier außen habe ich eine Möglichkeit, um in die Pyramide zu kommen. Also ich will möglichst viele Eingänge halt haben. Ich habe auch hier eine Möglichkeit, um in die Pyramide zu kommen, bei Noah. Ich will mir noch eine bauen bei Early Boy. Ich möchte mir vielleicht noch eine bauen, die hier irgendwo ist, dass ich hier abtauchen kann. Aber dann kann ich auch direkt hier lang fliegen, ist ja kein Problem. Aber vielleicht baue ich mir noch eine geheime Möglichkeit, dass ich hier irgendwo rauskomme. Das kann ich mir auch noch vorstellen, dass ich noch einen weiteren Geheimgang baue, der bis bei Trimax vor die Tür geht, weil Craftech spielen wird er ja wahrscheinlich eh nicht mehr. Was gut ist, weil dann könnte ich theoretisch auch hier das ganze Zeug, was Trimax da noch stehen hatte, kann ich abreißen. Weil er ist ja eh nicht mehr online. Es juckt ja nicht. Also ich brauche noch ein paar Fackeln. Ansonsten wird uns da gleich jedes Monster um die Ecke durchspawnen. Habe ich noch Fackeln? Ja, guck mal. Ich habe extra damals auf Vorrat mir ein paar Fackeln gemacht. Jetzt zeigt sich mal wieder, dass ein paar Sachen auf Vorrat craften immer sehr angenehm ist. Das müssen wir mal irgendwann wieder tun, dass wir nochmal ein paar Sachen einfach auf Ehrenbasis und Vorrat hier craften. Und jetzt ist halt die Frage, bis wie weit können wir hier gehen oder bis wo macht das Sinn, diesen Gang zu machen? Und wie und was und wo mache ich dann den Geheimgang? Ich glaube, übelst fresh wäre es, wenn ich hier so ein... Ja, vielleicht sogar auf derselben Länge wie dieser Gang... jetzt muss ich zählen, wie weit der ist. Der mittlere Block, den zähle ich mal nicht mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also... 10, 20, 30, 40, 40 Blöcke in die Richtung und dann nochmal 9, also 49 Blöcke. Wenn wir das genauso machen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aber das ist jetzt richtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, genau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann sind wir bei 30 und dann nochmal. Oh, das wird knapp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und wir merken schon, das geht gar nicht auf, weil nochmal 9, dann wären wir schon da drinne. Aber wir können das theoretisch bis hier machen. Meine Idee war, dass wir hier dann so ein Loch haben, in das wir eintauchen können und dann per Tunnel direkt in den Wassertempel quasi reintauchen. Ja, das werde ich wahrscheinlich auch tun. Dass wir hier dann raus und rein schwimmen können. Das ist, glaube ich, eine nice Idee. So, das heißt, ich werde den Gang wahrscheinlich nicht fertig bauen, aber ich werde hier mal bis außen hin alles bauen, also dass wir hier alles voll haben. Werde beim Wassertempel mal ein bisschen die Ranken vorne wegmachen, weil der ganze Vorraum ist ja noch komplett voll mit irgendwelchen Ranken. Wir müssen den natürlich auch noch optisch ein bisschen gestalten mit ein paar Korallen, dies, das, man kennt ihn. Und dann werde ich mal die Materialien zusammenholen. Also ich denke mal, dann wird es noch ein Zwischenupdate geben. Oh, und den Rest erkläre ich dann im Zwischenupdate. Alles kein Problem. Okay, ich habe ein bisschen einen Plan, wie wir das machen wollen. Ich habe gerade mal die Wasserzufuhr abgestellt. Und zwar ist der Plan, dass man ja hier reinschwimmt. Das ist dann der quasi offizielle... Ja, ist ja... Jetzt habe ich extra so schlecht gebaut, dass ich hier nicht mehr wirklich hochkomme. Sehr gut, also läuft bei mir auf jeden Fall. Das ist hier quasi so ein Weg, den man ja quasi reinschwimmt. Ne? Das wird hier so ein... Hier wird ja der Weg dann im Endeffekt lang gehen. Also der Weg wird ja das Ganze, also dieses gesamte, was ist das, kein Viereck, diese Form, das hier, der wo jetzt alles Stein ist, außer hier unten, das wird ja aufgehen und man kann hier reinschwimmen. Das heißt, man geht ja eigentlich so auf dieser Höhe. Hier wird dann so ein kreisrunder Raum sein, in dem auch das Herz des Meeres steht. Den baue ich jetzt sogar mal zuerst. Ich weiß nicht, wie ich den wirklich mittig bauen kann, weil mittig ist er, glaube ich, nie. Einfach weil das hier schon
nicht ganz mittig ist, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Im besten Falle müsste ich den hier platzieren. Ich werde, glaube ich, einen weiter oben platzieren, damit das alles so passt. Und ja, dann kommt hier das Teil hin und das wird, glaube ich, alles ganz nice werden. Dafür brauche ich aber noch entsprechend viele Materialien. Ich brauche ganz viel Quarz. Ich brauche nicht ganz viel, aber ich brauche auf jeden Fall Quarz. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen was von dem dunklen Concrete. Ich brauche ein bisschen Glas. Und dann brauche ich noch das Herz des Meeres. Das trage ich mir alles zusammen. Und ja, mit... mit den ganzen Materialien fange ich schon mal ein bisschen an zu bauen und zeige euch dann gleich mal, wie ungefähr ich mir das vorgestellt habe. Ich hoffe, ich kriege das so einigermaßen rübergebracht. Ich weiß gar nicht, ob ich noch... es ist jetzt echt die Frage. Habe ich noch genug Inksex? Weil wenn nicht, dann muss ich die Bottler-Jungs nochmal fragen. Also ich habe hier noch 32 Stück, das reicht für 32 Blöcke. Ihr wisst, die sind schweineteuer, diese Blöcke. Alles ein bisschen Minusgeschäft. Oh, hier habe ich noch 61 und 44 und nochmal 64. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall ein bisschen was. Die könnte ich auch nochmal mit benutzen in dem Raum. Sehr, sehr, sehr nice. Und dann schwarzes Glas, glaube ich, passt da unten sehr gut rein. Hier sind auch nochmal 61. Nice, okay, ich habe mir damals auf jeden Fall einige dieser Blöcke gemacht. Sehr cool. Ah, ich muss noch ein bisschen Quarz holen und zeige euch dann gleich mal so ein bisschen, wie ich das meinte. Hey, nicht so nah. So, da ungefähr wird das Ding sein. Also was heißt ungefähr? Da wird das Teil sein. Passt. Aber ich möchte überall zwei Abstand haben. Und wie man hier sieht, klappt das nicht so ganz. Das heißt, ich muss diese Wand hier ein wenig verschieben. Oder abbauen und dann wegmachen. Also ich möchte überall zwei Abstand, auch an der Decke. Das sollte aber passen. Zum Glück ist hier hinter nichts. Also hier diese Wand kann ich verschieben, ohne dass es jetzt großartige Probleme gibt. Und zwar, ich weiß ja nicht genau, was ich in der Mitte machen will. Aber actually könnte ich da, könnte ich da ja so einen Block hinmachen. So einen von hier aus gesehen. So, und dann kann ich hier entsprechend das bauen, was ich wollte. Ich wollte euch nur mal zeigen, dass ich jetzt hier diese ganze Wand so ein bisschen verschieben werde. Einfach nur, damit das hier platztechnisch klappt. Ich baue erstmal die Ecken, glaube ich. Also immer hier diese Teile an der Seite. Und dann schauen wir weiter. Ich glaube, das hier reicht ja auch als Hauptding hier im Wassertempel. Das ist das Herz der Base, das Wasserherz der Base. Da kommt das ganze Wasser für meine gesamte Base her vielleicht. So könnte man das vielleicht ein bisschen erklären. Jo, finde ich ganz cool. Weiter wird gebaut. Alles klar, so sieht das aktuell aus. Ist ein heftiger Fortschritt, ein heftiger Progress-Upgrade. Aber hier, so kommt man rein. Das ist hier der, das Herz des Meeres. Das ist hier so drin. Das kann man hier sehen, wenn man so ein bisschen von der Seite taucht. Das soll so ein bisschen die Quelle von meinem Wasser im gesamten Dings darstellen. Ist jetzt kein heftiger Tempel geworden, passt aber zum Äußeren sehr, sehr gut, wie ich finde. Also ich finde, das sieht absolut nice aus. Wenn man hier reingeht, hat man halt hier wirklich das Herz des Meeres mit sehr vielen Laternen. Finde ich sehr, sehr nice. Und ich wollte mit euch jetzt einfach noch hier die restlichen Blöcke platzieren. Genauso wie sie unten platziert wurden. Und zwar so. Das ist ein bisschen schwierig tatsächlich. Wie mache ich das denn hier rein? Ich kann das so bauen, theoretisch. Obwohl, ja, da wollte ich eher... Jo, da gehe ich dann, glaube ich, hier noch einfach einen hoch. Und mache dann... Wie habe ich es hier gemacht? Da hatte ich das so... ja, schwierige Angelegenheit. Oh Mann, da... Ich mach's einfach so. So ist entspannt. So machen wir das. Und dann machen wir hier das zu. Dann machen wir das an der anderen Seite zu. Als nächstes... kann ich hier noch mahnen. Jetzt habe ich tatsächlich den Block zu wenig. Gönn. So. Nein! So. Als nächstes mache ich dann hier oben zu entsprechend. So. Und auf der anderen Seite noch. Dann haben wir quasi... den gesamten Gang unter Wasser, gesamten Gang zu. Ne, das ist jetzt alles ein geschlossenes System. Und jetzt muss ich hingehen und hier drin alles unter Wasser setzen. Das wird noch spannend, aber wir können ja wenigstens unendlich atmen. Also das ist jetzt kein Problem mehr. Den ganzen Raum muss ich unter Wasser setzen. Ich habe hier unten einen Geheimgang gelassen. Dieser Gang wird dann im Endeffekt in meine Base führen. Das müssen wir später auch noch bauen. Aber was ich jetzt mache, ist, ich schwimme zurück und werde mir jetzt ganz viele Eimer holen und dann tatsächlich hingehen und alles versuchen, unter Wasser zu setzen. Danach müssen wir noch den geheimen Weg bauen und danach kommt die Außendeko, die noch alles hin, die auch außen hinkommen muss. Ein paar Korallen werde ich platzieren, ein bisschen Seegras, ein bisschen dies, ein bisschen das. Ihr wisst Bescheid, das muss da außen noch alles hin und wenn wir das gemacht haben, sind wir eigentlich fertig. Klingt nach einem vernünftigen Plan. Ich hoffe, euch gefällt das genauso gut wie mir. Also ich muss sagen, tatsächlich mir gefällt dieser
dieser Tempelraum tatsächlich sehr, sehr gut. Er passt halt gut zu dem äußeren Tempel. Man kann, also es haben ja auch viele beim äußeren Tempel schon gesagt, dass sie sagen, okay, das finde ich jetzt, sieht nicht so aus wie ein Tempel. Ich verstehe das. Ich sehe total, wo diese Meinung herkommt. Weil es ist, sieht auch nicht aus wie ein klassischer Tempel, muss man sagen. Es sieht eher so aus wie so ein abgespaceder Tempel, so dies, das. Aber das finde ich, um ehrlich zu sein, finde ich das hammergeil. Also, keine Ahnung, könnt ihr mir auch gerne mal eure Meinung nochmal wieder in die Kommentare schreiben. Ich lese sie mir öfter mal gerne durch. Ich gebe auch hier und da mal ein paar Herzchen, dies, das, ihr wisst. Aber jetzt muss ich erstmal die Eimer suchen. Wo habe ich hier denn hingetan? Guck mal, ein Lava-Eimer. Wir können einfach die komplette Wassertempel setzen, mal voll Lava. Juti, Juti, ich suche dann den Eimer, setze alles unter Wasser und, oh, guck mal, das sind schon mal zwei Eimer. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, ich fange oft mit so an. Also, wir schwimmen mal ganz kurz hier durch. Hier, das ist jetzt noch nicht fertig. Ja, der Teil hier fehlt noch komplett. Den müssen wir nochmal ganz kurz unter Wasser setzen. Was gar nicht so einfach ist, weil wir halt super viele Stairs haben, die auch noch unter Wasser gesetzt werden müssen. Aber wir können eigentlich theoretisch hier hin und kurz Wasser grabben und das dann entsprechend hier hin machen. Alles andere, okay, warte mal, wenn ich hier Sachen hinsetze, müsste ich hier oben theoretisch auch eine unendliche Wasserquelle sein? Oder nicht? Okay, keine Ahnung, warum nicht, aber... Ach, nicht hier. Ah doch, hier ist jetzt eine. Okay. Das heißt, wir können immer entspannt daraus nehmen. So. Dann haben wir hier gleich auch alles schön unter Wasser gesetzt. So und so und so und so. Sehr gut. Das hier oben lösen wir noch. Da müssen wir noch von außen noch mal ganz kurz dran. Aber hier sollte jetzt soweit auch alles... hier zum Beispiel noch nicht. Okay, hier noch nicht. Aber da können wir aushelfen. Einfach den hier da dran machen. So, dann passt das auch. Aber theoretisch sollte alles andere voll sein. Jetzt müssen wir natürlich noch das ganze Kelp entfernen. Das wollte ich dieses Mal live quasi on camera machen, weil das so satisfying ist. Hört mal. Das macht so Spaß, Kelp abzureißen. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Einfach nur den ganzen Tag einfach eine Episode lang, halbe Stunde, nur Kelp abbauen. Die Episoden werden auch immer länger gefühlt, die letzten Tage. Naja, wir müssen noch außen dran und noch ein bisschen was machen, damit hier dieses, ja, damit dieses Wasser da nicht mehr so diesen Effekt hat, dass da ein Dach drüber wäre oder so. Dass da, also, ne, dass da halt, dass es komplett unter Wasser aussieht. Da müssen wir noch was machen außen. Aber im Prinzip ist das hier der Raum. Ich finde ihn tatsächlich sehr, sehr cool, wenn man hier in den Wassertempel reinkommt, dass man hier dann reinschwimmt, dann hat man hier das Base, das Herz des Meeres. Finde ich sehr, sehr cool. Hier unten ist ein Geheimweg. Und den Geheimweg möchte ich jetzt anschließen mit oben. Hier hinten müsste noch entsprechend, ja, hier ist die falsche Box. Das ist die richtige Box, genau das brauche ich. Und ein bisschen hiervon könnte ich auch gebrauchen. Denn ich muss jetzt, um diese ganzen Effekte wegzubekommen, so, hier alles voll machen. So, das hier muss alles komplett zugebaut werden. Da darf kein anderer Block mehr zu sehen sein. Und wenn das der Fall ist, ich muss da, glaube ich, noch einen weitergehen und außen dran noch eine Ebene bauen, oder? Oder reicht das so aus? Ich weiß es gerade gar nicht. Das werden wir uns gleich auf jeden Fall von innen angucken. Wenn das ausreicht, dann alles cool. Wenn wir noch eine Schicht drüber bauen müssen, dann... Ja, müssen wir halt noch eine Schicht drüber bauen. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ist jetzt einfach nur mehr Arbeit. Aber das hier sollte so hoffentlich schon passen. Wir können es jetzt gleich mal, also jetzt eigentlich mal von innen angucken. Ich muss auch Fackeln platzieren. Da darf ich nicht vergessen, hier einige hinzusetzen. Weil ansonsten spawnt hier Gott und die Welt. Ja, da haben wir jetzt einen vergessen. Aber im Zweifelsfall gehe ich da nochmal raus. Hier reinzukommen ist allerdings aktuell so ziemlich unmöglich. Weil wir keine Möglichkeit haben, hier reinzutauchen aktuell. Kann ich mir eine machen? Geht das so? Ja, so geht es kurz. Okay, es ist immer noch so. Das heißt, wir müssen überall zwei Dinger hinbauen. Okay, das wird lustig. Das wird ein bisschen mehr Arbeit, aber das kriegen wir schon hin. Hier unten das Loch zu treffen ist noch schwierig. That's what she... Okay. Aber theoretisch kann ich hier hin und dann... Zweimal und dann bin ich drinne. So. Den Gang hier muss ich natürlich noch zu Ende bauen. Den... Huch, jetzt habe ich mir die einzige Eingangsquelle verbaut. Moin. GG. Aber gut, das muss ich noch zumachen. Hier oben muss ich noch alles doppelt machen. Das mache ich dann noch ganz schnell alles doppelt. Dann zeige ich euch das so und dann bauen wir den Gang, der nach da oben geht. Wir haben jetzt auch nochmal ordentlich weitergemacht. Drinnen steht alles, das passt auch alles, ist auch alles cool. Jetzt gerade bin ich draußen dran und ich habe schon wieder keine Blöcke mehr. Okay, ich schneide mal eben, hol mir neue Blöcke und dann sehen wir uns gleich wieder. Nee, pass auf, ich mache das jetzt gleich alles offscreen, weil die Folge auch schon 20 Minuten ist.
Das hier werden wir alles durchbauen bis hier. Hier, damit wir hier so einen Gang haben. Ich denke mal, ich muss dann hier drüber und daneben wieder Stein setzen, damit das diese komischen Luftblasen hat. Dann geht es hier rein, in diesen Bereich der Base. Und hier, ja, jetzt habe ich halt keine Blöcke mehr. Hier gehen halt an der Seite entsprechend die Dinger hier raus. Und wenn ich dann hier hoch draußen komme, so. So, dann komme ich hier quasi aus diesem Loch raus, dass ich auch noch mit Wasser fülle. Dann ist das der Eingang zum Wasserstream. Ihr wisst Bescheid, das werde ich jetzt aber nicht auf Stream, sondern auf Camera, also auf Aufnahme, cool, quasi machen. Diesen Gang weiterbauen und dann werden wir wahrscheinlich gleich mal in der Oase oben anfangen, komplett hier durchschwimmen und hier rauskommen. Den kompletten Gang hier machen wir aber heute nicht mehr. Das ist eine der Sachen, ich werde jetzt wieder so ein paar Kleinigkeiten ansparen über die Zeit, die wir mal in einer separaten Folge machen können. Also wie zum Beispiel diesen gesamten Gang hier, den Gang hier mal schön machen und ja, sowas hier, diesen Raum vielleicht nochmal aufhübschen. Das hier müssen wir auch noch machen. Ja, das ist doch schon fast eine Folge. Okay, Leute, damit, alles klar, wir sind soweit fertig mit dem ganzen Weg. Da wir aber jetzt schon 11 Uhr haben, werde ich eine bestimmte Sache nicht mehr tun. Also das ist natürlich einmal den Gang bauen, aber auch noch eine andere Sache werde ich jetzt nicht mehr tun. Aber ich zeige euch erstmal, was ich bis jetzt so getan habe. Und zwar ist es jetzt, wenn wir reingehen, können wir auch von hier jederzeit in unsere Pyramide gehen. Der schnellere Weg ist wahrscheinlich der da drüben. Aber ich möchte halt einfach, dass es zur Tradition wird, abgesehen vom Lufttempel vielleicht, dass man von jedem Tempel auch in unsere Base kann. Ja, also wenn man hier jetzt im Wassertempel ist und hier ein bisschen durchschwimmt. Der Gang finde ich schon ganz nice. Hier könnte ich vielleicht noch ein paar Korallen platzieren. Aber hier vorne platziere ich jetzt keine Korallen mehr. Also nicht heute. Alles in allem werde ich auf jeden Fall noch Korallen platzieren und hier so ein bisschen bauen. Das wird noch viel heftiger. Aber den Innenraum haben wir jetzt erstmal fertig und der sieht so aus. Ich finde, der sieht super nice. Ich würde das gerne aus Glas bauen hier außen rum, aber ich glaube, das geht gar nicht. Ich hätte den Raum im Nachhinein gerne noch ein bisschen größer gemacht, aber so finde ich es auch schon echt okay. Hier ist halt das Herzstück meiner ganzen Base, was Wasser angeht. Und dann kann man hier unten reintauchen. Hier so kann man einfach reingehen und dann hier lang tauchen. Und der Gang geht tatsächlich weiter bis zu diesem Raum. Und wenn man dann hier hochtaucht, dann zack, kommt man einfach hier wieder aus und steigt hier aus dem Loch. Jetzt müssen wir natürlich hier noch eine schöne Dingens bauen. Wir müssen bis da hinten noch irgendwie einen schönen Gang bauen, den wir hier lang haben und so. Das wird natürlich alles noch Zeit kosten. Das machen wir aber nicht mehr heute. Das machen wir dann in einer der nächsten Folgen aus Craft Attack. Aber soweit sind wir erstmal durch. Es hat echt viel Zeit gekostet, wie gesagt, wir haben jetzt, wie lange haben wir? Ja, ziemlich genau 11 Uhr. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns morgen wieder in der Folge. Morgen wird es eine Rundtour geben beim Sparky, der hat heute eine Rundtour von meiner ganzen Butze gemacht und morgen gucken wir uns dann mal bei Sparky alles an. Aber übermorgen, denke ich mal, geht's weiter. Leute, haut da rein, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und folgt mir auf Instagram, denn bald geht es mit den Tokio-Sachen los, Leute. Ich habe so Bock. Tschüss.